Immer mehr Kinder werden von Jugendämtern in Obhut genommen, weg von den leiblichen Eltern. Im vergangenen Jahr waren es allein in Deutschland rund 40.000 Kinder. Etwa die Hälfte landet im Heim, die anderen bei Pflegeeltern. Vorfreude, Gespanntheit. Warten. Warten. Deutsche Kommunen sparen mit den Pflegeeltern. Ein Heimplatz kostet das Dreifache. Sind Pflegeeltern billige Dienstleister? Es wird was gesagt und wir haben das so zu machen. In Frankreich dagegen sind sie viel mehr als in Deutschland professionelle Partner, Familienhelfer in einem klar geregelten System. Ich denke, das, was ich mache, ist ein echter Beruf. Pflegeeltern in Deutschland sind oft im Dauerstress, fühlen sich überfordert von einem komplizierten System. Gerade wenn man um alles kämpfen muss, kommt man sich dann wirklich vor wie Eltern zweiter Klasse. Um das System in Deutschland zu verstehen, wollen wir zunächst ganz normalen, mühevollen Alltag in einer Pflegefamilie erleben. In einem kleinen Dorf in Sachsen lebt Familie Höher mit ihren zwei Pflegekindern David und Kevin. Heike Höher betreut seit vielen Jahren fremde Kinder und arbeitet halbtags als Altenpflegerin. Ihr Partner Charlie unterstützt sie. Er ist Beamter. Der letzte Schultag vor den Sommerferien. Die beiden warten auf ihre Zöglinge. Über die Vorgeschichte der Kinder wusste Heike Höher wenig. Als wir Kevin aufgenommen haben, haben wir gedacht, das ist ein ganz normales Kind. Und rausgestellt hat sich die ganze Behinderung und die ganze Schwere alles erst dann viel, viel später. Das ist eben auch das Komplizierte dran eigentlich. Von den Jugendämtern erfuhr sie damals fast nichts über die Jungs. Darf ich da so stehen? Bitte lächeln! Hallo! Und? Kevin und David gehen beide auf eine Förderschule, wie über die Hälfte der Pflegekinder in Deutschland. Kevin ist 12 und im 6. Schuljahr. David ist mit seinen 11 Jahren im 4. Schuljahr. Beide Jungen sind geistig behindert. Deshalb freut sich Heike Höher über die kleinsten Fortschritte, die sie im Zeugnis liest. David ist ein freundlicher, fröhlicher, lebhafter und interessierter Schüler. Er lernte Buchstaben und Silben, schreibt er mit Hilfe der lautunterstützenden Gebärden nach Diktat richtig auf. Mit Anschauungsmaterial rechnet David Additionsaufgaben im Zahlenraum bis 6. Guck mal, da ist das Geschenk fürs tolle Zeugnis. Geh mal gucken. Stempeln. Super. Kevin und David sind behindert, weil ihre Mütter in der Schwangerschaft sehr viel Alkohol getrunken haben. Eine der Folgen ist ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Täglich müssen deshalb einfachste Aufgaben geübt und wiederholt werden. 9 minus 3 minus 1. Was kriegst du hin? Sekunde. Nur 1, das ist 0. 3. 3? Jetzt habe ich gesagt 9 minus 3. Das habe ich schon gezählt. 3. Und dann noch minus 1. 1. Kevin. 2. Sag mal, raten Sie mal. 3. 4. Von vorne. Nimm noch mal. Nee, mit Raten bist du bei mir keine. Tu dir mal 9 grüne Steine dahin. Hab ich schon gehabt? Dann nimmst du 3 Steine weg. Hab ich? Dann nimm noch einen weg. Wie viel bleiben dann über? 4, 5. Aha. Beide Kinder wurden vom Jugendamt in Obhut genommen, weil sie schwer vernachlässigt waren. Kevin kannte in früher Kindheit nur die Gitterstäbe seines Bettchens. Seine Mutter ließ ihn oft allein. Sie ist mal bei irgendwelche Kumpels gegangen, ihn trinken und naja, der ist ja in seinem Gitterbettchen, dem kann ja nichts passieren. Aber wenn so ein Kind dann ja morgens wach wird und es ist keine Mama da, ist natürlich schon ein Schock. Ist ja klar. Er ist wirklich schwerst traumatisiert. Dieses Urvertrauen beim Kind, wenn das immer gestört ist. Es dauert Jahre, bis man das wieder hat. Das hat in unserem Fall 7 Jahre gedauert. Bis er Vertrauen gefasst hat, ja, das sind Eltern. Der 12-Jährige ist verhaltensauffällig, genau wie sein Pflegebruder David. Bei beiden kann aus einer kindlichen Spielerei schnell echte Aggression werden. Vor allem der jüngere David bekommt bis heute immer wieder heftige Wutanfälle.
Also David, und das ist auch das Interessante, dass man das an der Mutter auch ablesen kann, das ist wieder so ein bisschen Erbmasse, sie reagiert auch so sehr heftig. Und deshalb war man auch beim David schon vorgewarnt, dass er diese Wutanfälle hat und dass sie so eine Intensität annehmen, wussten wir auch, aber es war trotzdem erschreckend, als dann so das erste Mal das hier geknallt hat, weil er entwickelt eine Kraft, die man dem kleinen Kerl gar nicht zutraut. Na, jetzt nie, wenn dein Bruder mit dem Fahrrad durchfährt. Dann kriegt er eine Beule. Der muss ganz. Nee. Genau. Der macht das erst, wenn du durchfährst. Ja. Du wusst es. Wie die Kinder in den ersten Lebensjahren aufgewachsen sind, das stellt sich erst nach und nach aus ihrem Verhalten heraus. Also er hat ja eine Zeit lang wohl mit seiner Mama auf der Straße gelebt. Und wenn da irgendwo eine Omi war und hatte ihre Handtasche offen, ging der an die Handtasche und holte auch zielgerichtetes Portemonnaie raus. Ich will nichts unterstellen, aber ich habe dann so gedacht, oha. Oder wenn man an Papierkörben vorbeigegangen ist, zack hinein, ob noch was Brauchbares drin ist. Es hat lange gedauert, bis man das raus hatte. Dieser Überlebensinstinkt, sich irgendwo was herzuholen, ist sagenhaft. Wir hatten bei so einer Weiterbildung mal eine Pflegemama, die gefragt hat, was ist eigentlich mit den Kindern, die den Überlebensinstinkt nie haben? Und da sagte die Dozentin, die liegen dann irgendwo und stehen in der Zeitung. Weil das sind kleine Kämpfer, die wir haben. Alle. Rund 60.000 Kinder leben in Deutschland bei Pflegeeltern. Knapp 80% sind körperlich oder geistig beeinträchtigt oder psychisch traumatisiert. 64% wurden wegen akuter Gefährdung aus ihren leiblichen Familien herausgenommen. Die Pflegeeltern werden in Deutschland vielfach zu Ersatzeltern. Ein Job, der fordert Zeit, Nerven und Geld. Aufgrund der schweren Behinderung beider Kinder bekommt Heike Höher den doppelten Satz des sonst normalen. 400 Euro pro Kind und Monat. Dazu kommen pro Kind rund 500 Euro für Essen, Kleidung, Schulsachen und Freizeit. Meine Freundin hat sich mal die Mühe gemacht und hat sich das in Stundenlohn umgerechnet und kam damals zu D-Mark-Zeiten auf 75 Pfennige die Stunde. Und das ist natürlich, also ich glaube nie, dass dafür einer aufstehen würde, um da mal auf Arbeit zu gehen. Wenn man sich das so ausrechnet, würde man es wahrscheinlich lassen, wenn man es mit dem Geld macht. Ist einfach so. Deswegen sage ich ja, also man macht das mit Herzblut. Also für die Aufwandsentschädigung kann ich es mir nicht vorstellen, dass es jemand dafür macht. David und Kevin kamen aus verschiedenen Orten und wurden deshalb von unterschiedlichen Jugendämtern betreut. Dementsprechend unterschied sich auch das Geld, das ihre Pflegemutter für sie bekam. Erziehungsarbeit nach Kassenlage. Sind die zu? Dann stechen dich die Mücken wieder. Alles bestens? Ja? Gut. Dann schlaf schön, Säbel. Nacht. Nacht. Also man merkt, dass die eine Kommune mehr Geld hat als die andere. Und es gibt also bei der einen Kommune ganz ohne Probleme irgendwelche Zuschüsse, irgendwelche Beihilfen. Und bei der anderen Kommune heißt es, na, dann gehen sie doch in die Kleiderkammer, wenn sie eine Erstausstattung für das Kind brauchen. Und das ist schon ganz schön krass. Einsteigen, ich mach zu. Das Busbett im Kinderzimmer hat Heike Höher von eigenem Geld angeschafft, damit ihre Jungs ohne Angst einschlafen können. Ein sicherer Ort für die Traumreise. Und gute Nacht. Wo fährt der Bus jetzt hin? Ins Traumland. Und da dürfen nur ganz liebe und nette Träume. Heike Höher geht es, wie vielen Pflegeeltern, nicht um Vergütung und Geld. Sie möchte vor allem mit ihrer Arbeit wertgeschätzt werden. David ist ja nur ein Kind aus dem Dresdner Zuständigkeitsbereich. Und dort haben wir dann Weihnachten eine Karte gekriegt, wo dann einfach nur drauf stand, vielen Dank für die geleistete Arbeit in diesem Jahr. Die Karte habe ich mitgenommen auf unser Jugendamt und gesagt, wisst ihr, ich mache das jetzt schon so viele Jahre, aber ich habe von euch noch nie so eine Karte gekriegt. So eine Karte ist eigentlich nicht teuer und die Briefmarke habt ihr bestimmt auch. Aber die haben es bis heute nie geschafft. Und das ist eigentlich schon ein bisschen traurig. Dieses, ja, wir wissen ja, dass sie das alles gut und schön machen. Ja, gerade wenn man um alles kämpfen muss, kommt man sich dann wirklich vor wie Eltern zweiter Klasse. Nicht nur bei der finanziellen Ausstattung unterscheiden sich die deutschen Jugendämter. Jedes arbeitet zudem noch nach eigenen Maßstäben. Der Soziologe Klaus Wolf von der Universität Siegen forscht seit Jahren zum Pflegekinderwesen. Also jede Kommune macht das zunächst mal für sich selber. Das ist nicht Aufgabe des Landes oder des Bundes, sondern jede Kommune organisiert das mit ihren Mitarbeiterinnen oder mit Mitarbeitern freier Träger auf ihre Weise. Klaus Wolf hat bei seinen Untersuchungen Jugendämter gefunden, in denen eine Mitarbeiterin für nur 25 Kinder zuständig ist,
in einem anderen aber für 180. Und diejenige, die für 25 Kinder zuständig ist, die kann regelmäßig Kontakt halten, die kann ihrerseits auf die Pflegeeltern zugehen, die kann ihnen anbieten, bei Problemen in der Schule zu vermitteln. Und die, die 180 zu betreuen hat, die ist eine Feuerwehr, die wartet auf Anrufe, kann mal einmal im Jahr vielleicht vorbeigehen. Und wenn es drauf ankommt, steht sie nicht zur Verfügung. Und diese Erfahrung machen die Pflegeeltern auch. Das heißt, wenn die Kommune spart, bekommen die Pflegeeltern weniger Hilfe. 46% der in Obhut genommenen Kinder lebt in Deutschland bei Pflegeeltern. Es gibt dabei große regionale Unterschiede. In Schleswig-Holstein sind es 56%, in Brandenburg nur 40%. In Städten wie Dresden kann sogar nur jedes dritte bedürftige Kind in eine Pflegefamilie vermittelt werden. Deshalb werden neue Familien ständig gesucht. Bewerber gehen dabei einen langen Weg. Das erleben wir mit Carmen und Ronny Schneider. Die beiden wollen ein Pflegekind aufnehmen, weil sie selbst keine Kinder bekommen können. Zuerst müssen die Bewerber ein Seminar besuchen. Das organisiert die Diakonie als sogenannter freier Träger im Auftrag des Jugendamtes. In insgesamt 18 Stunden werden die künftigen Pflegeeltern über mehrere Wochen geschult und vorbereitet. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dort nicht mit so einem Anpassungsdruck zu reagieren. Also, dass man so sagt, naja, das gibt es auch hier bei uns in der Familie. Und hier musst du dich schon so und so benehmen. Also das sollte man tun, nicht vermeiden, sondern dass man sich eher so mit Neugier dem Kind zuwendet. Carmen und Ronny Schneider haben sich den Schritt schon lange vorher überlegt. Man kriegt ja immer ein fremdes Kind und die haben ja alle ihr Päckchen zu tragen. Ob jetzt Adoption oder Pflege. Und ich denke, es gibt so viele Familien oder überhaupt Kinder, die eine Familie suchen. Da war das eigentlich für uns dann nach diesem Abend in der Stadt, war es eigentlich relativ schnell klar. Und ja. Ja, die Motivation ist Familie und dann einfach so ein Kind, was eine Familie sucht, dann aufzunehmen, dass alles so miteinander funktioniert. Doch bis es soweit ist, müssen Schneiders sich völlig offenbaren. Gefordert sind ein erweitertes Führungszeugnis, amtsärztliche Untersuchungen, Nachweise zur finanziellen Situation und ein langer Fragebogen, der sogenannte Lebensbericht. Es waren also sehr intime Fragen, wirklich also, mit Hintergründen. Fragen, wo man sich fragt, geht dir das was an, gebe ich das preis, will ich das jemandem erzählen, den ich ja nicht kenne? Mhm. Es ist ja das Jugendamt in Person, es sind ja fremde Personen für einen, weil es sind wirklich Fragen gestellt worden, wie ist das Verhältnis zu Ihren Eltern oder wie schätzen Sie Ihre Eltern ein? Es hat mich noch niemand gefragt, wie ich meine Eltern einschätze. Das sind meine Eltern. Und es war schon sehr intim. Nach diesen Hürden dürfen Sie sogar Wünsche zum Pflegekind äußern. Gesundheit. Ein Kind mit Sprach-, Hör- oder Sehminderung. Nein. Das sind immer schon eine schwere Entscheidung, gell? Aber du musst ja mal dran denken, wir wollen ja trotzdem irgendwann mal wieder unser normales Leben aufnehmen mit Arbeit und so. Mhm. Nee. Wir haben so eine Untertext: Konzentrationsschwäche, motorische Unruhe, Aggression und Kontaktprobleme. Nee, da lassen wir mal. Gut. Mehrere Hausbesuche vom Jugendamt haben Schneiders schon hinter sich. Heute soll der letzte sein, bevor sie als Pflegeeltern zugelassen werden. Guten Tag, mein Name ist Herbisch, ich bin vom Pflegekinderdienst. Wir hatten uns ja heute zum Hausbesuch verabredet. Genau, wunderbar. Ich würde einfach mal gucken bei Ihnen. Und vielleicht haben Sie auch noch Fragen, die wir dann gemeinsam besprechen könnten. Ja? Vor allem das zukünftige Kinderzimmer will die Mitarbeiterin vom Jugendamt natürlich sehen. Doch das ist noch gar nicht fertig. Denn sie wissen ja nicht, ob das Pflegekind ein Junge oder ein Mädchen ist. Recht groß, sehr hell. Wunderbar. Ne? Sehr hell. Und ich denke mal, der Platz sollte ausreichen. Auf jeden Fall. Die Pflegeeltern müssen gewährleisten, dass das Kind den Kontakt zu den leiblichen Eltern halten kann. Ihre eigenen Bedürfnisse sollen sie dafür zurückstellen. Sie hatten so gesagt, diese Kontakte sollten möglichst auf neutralem Boden stattfinden. Das ist für uns im Prinzip, haben wir also gesagt, für uns Neuland. Und
wir wissen nicht, wie wir damit umzugehen haben. Und sagen wir mal, die eigene Verwendung, das ist noch so das, wo man, der Zufluchtsort, geht erstmal niemandem was an. Das ist auch verständlich. Es bedeutet ja oft auch für diese Kinder so diese Art Zufluchtsort, ne? Wenn sie jetzt aus einer Familie kommen, wo eben wirklich Vernachlässigung oder Gewalt eine Rolle spielt. Andererseits ist es wieder so, dass bei ganz kleinen Kindern, und das habe ich ja bei Ihnen gelesen, dass Sie schon gerne ein kleines Kind hätten, dass natürlich, wenn so Kontakte zur Herkunftsfamilie sind, dann kann man das natürlich nie irgendwo draußen machen, ne? Dann ist es schon auch besser, das ist zu Hause in dem Umfeld des Kindes. Schon hier wird Schneiders klar, wer die Regeln in Zukunft vorgeben wird. Ich bedanke mich. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. Das Gleiche. Dass wir an so einem Seminar teilnehmen, war mir schon klar. Und dass wir vielleicht ein Führungszeugnis machen, auch kein Problem. Aber dann, dass wieder permanent so viele Hausbesuche kommen und dass man diesen Lebensbericht schreiben muss, der ja bestimmt zig Seiten lang war. Also, dass es so intensiv wird, das hätte ich nicht gedacht. Trotzdem, sie freuen sich auf ihr erstes Pflegekind, von dem sie weder wissen, wann es kommt, noch aus welchen Verhältnissen es stammt. Mit dem so langsam Einrichten von dem Zimmer ist wieder Vorfreude, Gespanntheit. Warten. Warten? Wie schnell geht's? Kommen Sie mehrere Gefühle auf. Genau. 15% der Pflegekinder kommen bereits während des ersten Lebensjahres in eine Pflegefamilie. Mädchen und Jungen sind gleichermaßen häufig vertreten. Sie bleiben durchschnittlich 4,5 Jahre bei den Pflegeeltern. Etwa ein Drittel der Pflegeverhältnisse endet vorzeitig. Schneiders aus Dresden wissen noch nicht richtig, was auf sie zukommt. Nach einigen Wochen haben sie Aussicht auf ein 8 Monate altes Mädchen. Dessen Mutter haben sie bereits kennengelernt. Sie ist psychisch krank. Heute sehen sie zum ersten Mal das Baby. Aber aufgeregt bin ich schon. Ja, da kenne ich noch jemanden. Wieder einen Schritt weiter. So ernst. Das erste Kennenlernen findet zusammen mit dem Jugendamt auf neutralem Boden statt. Übergangsweise lebt das Baby bereits bei einer anderen Pflegemutter. Hallo. Oh, da hat er die große Augen. Ja, also wir haben ja heute den ersten Termin mit das Ziel. Also momentan bei der Familie fühlt sich ganz wohl. Sie hat eine gute Entwicklung genommen. Aber vielleicht gucken Sie einfach mal was. Sie ist ja noch ganz klein. Wir gehen mal langsam näher. Genau. Wir wollen Sie ja nicht erschrecken. Sie haben mich vorhin schon angelächelt und begrüßt. Das kann sie, glaube ich, gell? Genau, ganz toll. Sie hat gerade ihre Flasche bekommen. Ist wahrscheinlich satt und zufrieden. Ja, jetzt lauscht sie schon wieder. Genau, ich habe schon vorhin mit dir gesprochen. Sie hat mich auch angestrahlt. Komm selber gleich drin. Der Funke ist schon beim Reinkommen gesprungen. Mein Gott, das Gesicht ist ja. Also. Auch wenn jetzt schon gekuschelt wird und die Schneiders das Baby nun regelmäßig sehen, fällt die endgültige Entscheidung erst in 4 Wochen. Für oder gegen sie. Hey. Super. Ich gebe schon meine Hand. Na, alles klar. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Na, nicht bedanken, bitte. Tschüss. Tschüss. Nee, also ist schon wirklich eine kleine Sonne. Ist, und lächelt zu viel. Ja. Ist so nett. Nee, ist. Man freut sich auf alles Weitere. Es wird. Ja. Doch nicht bei allen Eltern auf Zeit läuft es so entspannt. 42% wünschen sich im Nachhinein mehr Vorbereitung auf das Pflegekind. Sie gaben den Jugendämtern durchschnittlich nur die Schulnote 3,2 für die Begleitung. 47% der Pflegeeltern hatten Konflikte mit den Jugendämtern. So wie eine Familie aus dem Spree-Neiße-Kreis in Brandenburg. Steffen und Annette Hönicke leben hier mit ihrem Pflegesohn Tim.
Sie erzählen uns von ihrem Ärger mit dem Jugendamt, gegen das sie am Ende sogar vor Gericht ziehen. Tim lebt seit 2,5 Jahren bei Familie Hönicke. Ich lese schon immer besser. Prima. Was heute harmonisch aussieht, ist anfangs ein harter Kampf. Vor allem in der ersten Zeit zeigt Tim extreme Verhaltensauffälligkeiten. Er saß in seinem Zimmer, hat mit einem Stock auf den Schrank eingeprügelt, hat rumgeschrien. Sehr starke Bockphasen, wo er sich dann gegen die Tür geschmissen hat, wo er ein Regal umgeschmissen hat. So sämtliche Vorkommnisse wurden uns von uns dann an das Jugendamt gemeldet. Jetzt vergisst er aber was. Er hat auch gegen uns. Ja, also gegen uns und seine Geschwister. Er ist uns angegangen. Er hat uns versucht zu prügeln. Er hat uns gebissen. Er hat uns getreten. Wir hatten nur blaue Schienbeine. Mein Mann hat einen halb abgebissenen Finger gehabt. In dieser schweren Situation wenden sich Hönickes ans Jugendamt, um Unterstützung zu finden. Sie wollen zusätzliche Hilfe und Beratung, eine sogenannte Supervision. Gesagt wurde uns offiziell, dass eine Supervision erstmal nicht angedacht sei. Und inoffiziell wurde uns mitgeteilt, dass es aus finanziellen Gründen nicht gang und gäbe ist, im Landkreis Spree-Neiße Pflegeeltern zur Supervision zu schicken. Hönickes helfen sich selbst, wenden sich an Selbsthilfegruppen und Pflegeelternverbände. Mit dem Jugendamt kommt es zu immer mehr Meinungsverschiedenheiten, auch darüber, an welcher Schule Tim angemeldet werden soll. Das Jugendamt wirft ihnen Fehlverhalten vor. Wir hätten eigenmächtig eine Schulform für ihn gesucht, ohne Absprache mit dem Jugendamt oder mit dem Vormund. Uns wurde weiterhin vorgeworfen, die Kontakte mit der Herkunftsmama zu boykottieren. Uns wurde weiterhin vorgeworfen, dass es gar nicht an dem ist, was wir da alles berichtet haben. Aus Sicht der Pflegeeltern haben sie alles richtig gemacht. Am Ende bestimmt dann aber doch das Jugendamt über Tims Schicksal. Unser Pflegekind wurde von uns gerissen und ins Heim gesteckt. Ohne unser Wissen, sie haben nicht mit uns vorher gesprochen. Er wurde an diesem Tag einfach ins Heim gesteckt. Wieder wird Tim von seinen Bezugspersonen getrennt. Doch seine Pflegeeltern kämpfen um ihn. Sie klagen gegen die Entscheidung des Jugendamtes, wollen den Jungen weiter betreuen. 6.000 Euro, viele Nerven und Kraft investieren sie in den Streit vor Gericht. In erster Instanz gewinnt das Jugendamt, aber die Pflegeeltern kämpfen weiter. Nach dieser Verhandlung beim Amtsgericht Cottbus haben wir Rechtsbeschwerde am Oberlandesgericht Brandenburg eingereicht. Also in dem Beschluss ist festgelegt worden, dass der Kleine unverzüglich in unsere Familie zurückgeführt werden muss. Sämtliche Vorwürfe, die das Jugendamt uns gegenüber aufgebracht haben, wurden verworfen. Wir bitten das zuständige Jugendamt um ein Gespräch vor der Kamera, um über diesen Fall zu reden und darüber, wie Konflikte mit Pflegeeltern von Amts wegen gelöst werden. Das Jugendamt lehnt ab. Nach einem halben Jahr im Heim kommt Tim zu seinen Pflegeeltern zurück. Heute, bei seiner ersten Zeugnisausgabe, ist sogar seine leibliche Mutter mit dabei. Das Verhältnis zu ihr war lange schwierig. Na dann, zeig mal, wo du wohnst. Nach dem Gerichtsbeschluss nähern sich leibliche Mutter und Pflegeeltern nun ohne die Begleitung des Jugendamtes an. Ich wollte gerade sagen, wo hast du denn dein Bett? Aber das ist ja da oben. Ja. Wo ich das erfahren habe, dass das Jugendamt halt einen Fehler gemacht habe, da sind mir fast die Ohren weggeblasen, weil ich gesagt habe, was haben wir dem Kind hier angetan? Das, man merkt es doch jetzt an der Schule. Er kommt doch da gar nicht. Er hat ein gutes Zeugnis, er verweilt zwar noch mal die Klasse, aber er merkt doch selber, dass wir alle an ihn damals gerissen haben. Und das möchte ich mein Kind heute nicht mehr antun. Für den 8-jährigen Tim ist Ruhe eingekehrt. Aber seine Pflegeeltern haben weiterhin ein schwieriges Verhältnis mit dem Jugendamt, fühlen sich nicht als Partner. Vorwürfe werden gemacht, also es werden Entscheidungen getroffen, wo wir nicht mehr einbezogen werden, sondern die wir einfach nur vorgelegt bekommen. So. Im Großen und Ganzen, um das abzurunden, sind wir nur noch Befehlsempfänger. Es wird was gesagt und wir haben das so zu machen.
Komplizierte Regeln, regionale Unterschiede, eskalierende Konflikte vor Gericht, was in Deutschland kaum zu verstehen ist, ist in Frankreich ganz klar geregelt. Die Pflegeeltern heißen Familienassistenten und seit 2005 ist das ein anerkannter Sozialberuf mit Anstellung und Gehalt. In der Nähe von Nancy lebt die Familienassistentin Manu mit ihrer Pflegetochter Claire. Hallo Manu. Hallo Claire. Am Nachmittag übt Manu mit ihrer Pflegetochter täglich für die Schule. Das gehört zu ihren Pflichten. Nur für die Erziehung und Unterstützung des Kindes bekommt sie rund 1.000 Euro im Monat als Gehalt. Die Zusatzausgaben für Claire werden extra vergütet. Damit verdient sie in etwa so viel wie eine Kassiererin und kann sich im Vergleich zu Deutschland ihrem Job voll widmen. Ich denke, das, was ich mache, ist ein echter Beruf. Ich habe Lust, da auch mehr zu erfahren. Mir hat es auch jetzt schon viel gebracht, mich auch theoretisch mit den Problemen der Kinder zu beschäftigen. Das hätte ich ja sonst nie gemacht. Und ich will weiterkommen, vielleicht sogar studieren. Das treibt mich an. Ihr Arbeitgeber ist das Sozialzentrum OHS. Hier finden nicht nur Ausbildung und Beratung statt, hier trifft Manus Pflegetochter auch regelmäßig ihre Mutter. Guten Tag. In dem Zentrum gibt es eigens eingerichtete Räume, in denen Eltern und Kinder ein paar Stunden lang etwas Gemeinsames machen können. Heute wollen Claire und ihre Mutter Crêpe backen. Begleitet werden sie dabei von der Sozialpädagogin Charlene Remy. Sie hilft den beiden, sich auch über Schule und Neuigkeiten im Leben auszutauschen. Claire hat ihrer Mutter Bilder gemalt und kleine Geschenke gebastelt. Sie hat ihre Mutter seit einem Monat nicht gesehen. Schau mal, ich habe dir eine Kette gebastelt. Oh, du hast mir eine Kette gebastelt. Wow. Was fühlt sie nach dieser langen Zeit? Naja, nichts, ich freue mich. Du freust dich, wenn du mich hier zu Besuch siehst? So ist's. Und das ist alles? Und noch was? Naja. Nichts. Das freut dich einfach nur. Mutter und Tochter kämpfen mit ihren Gefühlen. Claire würde manchmal lieber bei ihrer Mutter leben, als in der Pflegefamilie. Ich habe das Haus meiner Mutter gemalt. Ich wohne ja nicht bei ihr. Ich bin bei einer Pflegefamilie. Ja, das stimmt. Und was ist das? Ein Geschenk. Entschuldigung, ich muss mal raus. In Frankreich behalten die leiblichen Eltern in 95% der Fälle das Sorgerecht. Sie müssen bei allen Entscheidungen gefragt werden. Damit soll die Verbindung zwischen ihnen und ihren Kindern erhalten bleiben, erklärt uns Vincent Ramon vom Dachverband für Pflegekinderwesen. In Frankreich betrachtet man die Familienassistenz als Hilfe für die gesamte Herkunftsfamilie. Die Hilfe, die wir anbieten, sieht so aus. Wir sagen nicht, wir tauschen eine gute Pflegefamilie gegen eine schlechte Herkunftsfamilie, sondern wir sagen, die Familie des Kindes hatte große Schwierigkeiten. Und alle, die jetzt damit zu tun haben, also die Ämter, die Institutionen und auch die Pflegefamilie, werden den leiblichen Eltern helfen, die Dinge so wieder in den Griff zu kriegen, dass sie eines Tages wieder eine intakte Familie sein können. Doch dieses Ideal scheitert oft an der Realität. Claire lebt nun schon seit 7 Jahren bei ihrer Pflegefamilie. Ihre leibliche Mutter bekommt die eigenen Probleme nicht gelöst. Trotzdem darf die Familienassistentin Manu fast nichts entscheiden. Die ständige Abstimmung mit der leiblichen Mutter und der Sozialbehörde gehört zu ihrem Berufsbild. Das ist ziemlich kompliziert, denn das Kind braucht immer eine Unterschrift für den Schulausflug. Oder kürzlich sind wir nach Deutschland gefahren, also aus dem Land heraus. Man braucht immer was Schriftliches. Sogar um die Haare des Kindes zu schneiden, braucht man die Erlaubnis der Mutter. Obwohl wir es ja sind, die sich im Alltag um das Kind kümmern. Wir haben nicht einmal das Recht, das Kind zum Friseur zu bringen, ohne schriftliche Einwilligung. Familienassistenz ist eine 24-Stunden-Aufgabe. Es geht darum,
den Kindern zu ermöglichen, die Versäumnisse der leiblichen Eltern aufzuarbeiten. Dabei sollen die Familienassistenten aber in einer Art liebevoller Distanz bleiben. Wie das genau gehen soll, ist auch Thema bei den regelmäßigen Weiterbildungen im OHS. Insgesamt absolvieren die Familienassistenten hier 300 Stunden. Also zum Thema Bindung. Viele unserer Kinder haben neben vielen anderen Schwierigkeiten eben auch Bindungsprobleme. Nicht nur Wissen bekommen die Familienassistenten hier vermittelt. Das OHS ist auch Anlaufpunkt, um in schwierigen Familiensituationen über Gefühle zu sprechen. Sie haben diese Art, uns auszusaugen. Es gibt den Moment im Leben der Kinder, da haben sie richtig Angst. Da wird ihnen klar, dass es ihre Mama gibt und dass es uns gibt, ihre Pflegeeltern. Und ich denke, dadurch haben sie Angst, sich zu binden. Und sie weisen uns manchmal massiv zurück. Das haben wir alle schon erlebt, zum Beispiel beim Besuch der Mutter. Da kann man gut sehen, dass sie die Bindung testen und andererseits wieder froh sind, uns zu haben. In Frankreich sind die Pflegeverhältnisse nicht auf Dauer geplant. Alle zwei Jahre überprüft das Familiengericht, ob die leiblichen Eltern wieder in der Lage sind, ihrem Kind ein Zuhause zu geben. Die Familienassistenten sollen es deshalb schaffen, dem Pflegekind genug Liebe zu geben, damit es sich entwickeln kann, aber es gleichzeitig nicht komplett an sich binden. Eine schwer zu bewältigende Herausforderung, die laut Vincent Ramon auch in Frankreich umstritten ist. Die Frage nach der Liebe und der Bindung ist im Moment ziemlich verzwickt im französischen System. Denn durch die Professionalisierung wird das Licht eher auf die erzieherische Kompetenz geworfen. Dann wird es schwierig mit den Gefühlen und Bindungsängsten. Das ist die große Gefahr bei der Professionalisierung. Klare Regeln und weniger Bindung. Claire versteht mit ihren 9 Jahren schon ganz gut, wie das System funktioniert. Sie hat eine Familie, aus der sie stammt, und eine, die ihr beim Großwerden hilft. Sie steht zwischen den beiden Familien. Nein, das ist nicht komisch. Das ist normal. Ich bin hier zu Besuch und an einem anderen Tag besuche ich meine Mutter. Das Gericht entscheidet, zu wem ich wann gehe. Dass ich eben bei Manu bin. Für längere Zeit kann ich erst wieder zu meiner Mutti, wenn ich 18 Jahre bin. Also auch bei ihr schlafen und so. Also da habe ich ja noch Zeit. Ich bin jetzt 9. Also 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also noch 9 Jahre. Was sich Claire logisch erklären kann, können allerdings jüngere Kinder nicht. In Deutschland misst man der Bindung an die Pflegeeltern eine sehr viel größere Rolle bei. Experten wie Klaus Wolf sehen darin den wichtigsten Vorteil gegenüber einer Unterbringung im Heim. Allerdings nur mit entsprechender Unterstützung. Ich meine, Pflegeeltern müssen keine Profis sein. Ich halte für viel wichtiger, dass die Pflegeeltern auf Dauer und über die ganze Zeit in der Pflegefamilie richtig gut begleitet und unterstützt werden. Nicht, dass man zu ihnen sagt, ihr müsst es alles selber können, dafür seid ihr ja Profis, sondern dass man zu ihnen sagt, ihr sollt richtige, normale Familien sein und wir sind die Profis als Pflegekinderdienst und wir sind dafür da, euch bei eurer komplizierten Arbeit zu unterstützen. In Deutschland sehen sich 88% der Pflegefamilien als Mutter und Vater der Pflegekinder. Die Zahlen geben ihnen recht. Nur 6 von 100 Pflegekindern kehren tatsächlich zu ihren leiblichen Eltern zurück. Wir sind wieder bei Pflegefamilie Höher in Sachsen. Auch Kevin und David können nicht zu ihren Eltern zurückkehren. Denn die sind psychisch krank oder wollen ihre Kinder nicht mehr. Für Heike Höher waren die Kontakte zu den leiblichen Eltern immer eine heikle Angelegenheit. Also ich finde es schon extrem wichtig, dass die Kinder wissen, wo ihre Wurzeln sind, wo sie herkommen. Sie wissen, dass sie andere Eltern haben, alle. Und am Anfang, die ersten Jahre, habe ich mich auch sehr geärgert, wenn es dann hieß, es ist Kontakt und dann kam niemand. Situationen, die Heike Höher mehr als einmal erlebt hat. Kevins Vater ist der Einzige, der immer noch regelmäßig Kontakt hält. Ja, komm. Wir sind hier, kommst runter? Alles klar? Jetzt kommt dein Papa. Mhm.
Tag. Na, das war erst aus dem Umzug. Guten Tag zu deinem Papa. Tag. Ja, ich komme her. Auf. Alles klar? Ja. Du bist da, auch du bist da. Ja. Ja. Guck mal. Oh, ich schaff schon. Hier, guck mal, nee. Fanband. Nee, das ist eben vom Fußball. Guck mal, der Papa hat nämlich genau das Gleiche. Siehst du das? Ne. Warum haben Sie ihm ein Geschenk mitgebracht? Ach, das ist ein Masse. Das habe ich seit. Seit dann auch hier. Seitdem war. Oh, das ist ein Symbol. Einfach. Dass er weiß, dass er mich immer hat. Doch auch er kümmert sich eigentlich erst um seinen Sohn, seit der bei den Pflegeeltern lebt. Kevin, aber Vorsicht, ne? Bitte nicht wackeln! Ja, Vorsicht machen. Vorher lebte Kevin bei seiner Mutter. Sie hat ihn vernachlässigt. Kevin kam erst ins Heim, dann zu seinen Pflegeeltern. Auch sein Vater ist im Heim aufgewachsen. Ein richtiges Familienleben kennt auch er nicht. Einer Schuld gegenüber Kevin ist er sich nicht bewusst. Meine Ex, die hat es nicht geschafft. Ich hätte es geschafft. Ja. Meine Ex hat es immer nicht so, obwohl ich das wollte. Ich wollte sie ja damit auch heiraten. Also ich hatte ja so meine eigenen Pläne, aber sie hatte dann auch, sie hatte auch andere Leute bei sich oben in der Wohnung und so. Und das war auch kein Umgang, sag ich mal so jetzt. Das war wirklich kein Umgang. Zu sich genommen hat der Kevin damals trotzdem nicht, weil er bis heute eigene Probleme hat mit dem Alkohol. Da habe ich schon mal ein bisschen so ein kleines, gewisses schlechtes Gewissen schon. Aber ich konnte es in dem Moment auch nicht mehr ändern. Also es ist auch für den Kevin selber besser, für meinen Sohnemann ja. Ja, ich will das Beste für den. Heike Höher und ihr Partner Charlie versuchen den Jungs auch ein stabiles, emotionales Umfeld zu geben, das die Defizite wettmacht. Denn Kevins Mutter will ihren Sohn seit der Wegnahme gar nicht mehr sehen. Sie wünscht keinen Kontakt und sie, also am Telefon hat sie mal gesagt, sie weiß nicht, wie sie ihm erklären soll, warum er nicht mehr bei ihr ist. Und ich denke, sie wäre damit auch echt überfordert. Sie kriegt ein Foto ab und zu und freut sich, dass er sich gut entwickelt. Von den Zeugnissen kriegt sie immer eine Kopie und da ist auch ganz stolz drauf. Und ich denke, das ist halt so okay. Es macht doch keinen Sinn. Wenn jemand nie will, bringt nichts. Bist du wieder kaputt gespielt? Auch David kennt seine leiblichen Eltern kaum. Seine Mutter ist psychisch labil und sehr aggressiv. Jeder Besuch, der bis vor 4 Jahren noch stattfand, hat den Jungen aufgewühlt. Eine Belastung für ihn und auch seine Pflegeeltern. Das waren ja dann betreute Umgänge und das hat ihr dann gar nicht mehr gepasst. Und dann ist es ganz ausgefallen und das ist schon auch für David eine Belastung gewesen und für uns sowieso. Man hatte vorneweg immer ein ungutes Gefühl und Bauchschmerzen dabei, weil man nie wusste, was passiert jetzt beim nächsten Mal. Kommt sie nie, reagiert er dann wieder sauer, weil sie nie da ist. Er hat ja die ersten Male richtig mit Einkoten und Kotschmieren reagiert. Also das sind so Sachen, klar, dass man sich nie drauf freut. Ne? Klaus Wolf fordert deshalb mehr kompetente Beratung und Begleitung durch die Jugendämter. Wenn die Pflegeeltern dann manchmal, wenn denen das bis hier steht und sie so sagen, also am liebsten würde ich diese ganzen Besuchskontakte aussetzen, so, das kann ich auch gut verstehen. Und da ist aber wieder eine Aufgabe eines guten Dienstes, der sagt, ihr müsst das nicht unbedingt alleine hinkriegen. Wir moderieren bei diesen Besuchskontakten. Wir mischen uns ein, wenn wir den Eindruck haben, das wird jetzt zu schwierig. Wir bereiten die Besuchskontakte vor, mit der Herkunftsfamilie, mit dem Kind. Wenn wir mitkriegen, dass das Kind total durcheinander gemacht wird in den Besuchskontakten und jetzt richtig Übergriffe erleben zum Beispiel, dann verhindern wir das aktiv in diesen Situationen. Laut Untersuchungen wollen 84% der leiblichen Eltern Kontakt zu ihren Kindern halten. Allerdings wird in 60% dieser Kontakt wieder unterbrochen. Nur 27% der Pflegeeltern fühlen sich bei den Kontakten vom Amt unterstützt. Immer wieder eskalieren Konflikte und landen vor Gericht. Wir hören von einem Fall, der verdeutlicht, wie schwierig das Verhältnis zwischen leiblichen und Pflegeeltern werden kann. In der Nähe von Hameln lebt Familie Schneider mit Marie und Timo. Die beiden Geschwister kamen vor 6 Jahren zu Schneiders. Beide waren damals unterernährt und ängstlich.
ob jemand wäre. Timo war 2 Wochen hier bei uns und dann lagen wir unten und haben gelesen. Und dann fragte er uns, ob wir einen Keller haben. Sag ich, doch, wir haben einen Keller, aber es steht Rasenmäher und was man so braucht, Hake und so. Sitzen muss ich da nicht. Nein, sitzen muss da keiner. Ich dachte, ja, das ist so, sind so, wo ich denke, damit hat man eigentlich sein Recht auf Umgang eigentlich verwirkt. Ihre Mutter hatte sie extrem vernachlässigt. Ihr wurde das Sorgerecht entzogen. Durch einen rechtlichen Formfehler erhielt dann der leibliche Vater das Sorge- und auch das Umgangsrecht. Doch ihn kannten die Kinder kaum. Einmal im Monat sollten sie ihn nun sehen, ob sie wollten oder nicht. Vor allem Timo reagierte vor den Besuchen heftig. Mit dem Beginn der Besuchskontakte begann das Einnässen, begann das Einschreien. Aber das ist nicht Bockigkeit. Das ist, er tut sich dann auch selber weh. Man muss ihn dann ganz doll festhalten und da muss er dann einfach, muss er auch durch. Also wenn man ihn laufen lassen würde, würde der sich wehtun und anderen wehtun. Sowohl Inga Schneider als auch ihr Mann mussten die Kontakte trotzdem ermöglichen. Irgendwann konnten und wollten sie die Kinder diesem Stress nicht mehr aussetzen. Es war nie der Fall, dass die Kinder auf ihren Vater zugegangen sind. Die haben sich an unseren Beinen festgeklammert bis zum Schluss. Und irgendwann kommt halt der Moment so, ihr bleibt hier, wir gehen. Das muss man dann schon massiv auch trennen. Und natürlich dann bei den Kontakten, wenn sie dann einmal ausgeliefert sind, dann geht der Kontakt irgendwie rum. Und sie gehen da auch nicht in Opposition, sondern in Aushalte. Ja, solche Situationen kennen wir auch immer mal wieder. Andere angsteinflößende Situationen rufen genau dasselbe hervor. Gehst du den denn gerne mal besuchen, den Papa? Ne? Ne? Möchtest du nicht mehr? Weil er sonst... Was genau den Kindern Angst macht, wissen auch die Schneiders nicht. Aber sie fühlen sich verantwortlich. Letztendlich haben wir das Kindeswohl geschädigt, um diesen Kontakten Genüge zu tun. Hätten wir es nicht getan, dann ist ja schon zweimal gewesen. Dann werden wir mit Ordnungshaft oder eben Zwangsgeld belegt. Es käme einer regelrechten Vergewaltigung der Kinder gleich. Ja. Und gegen die sperren wir uns. Deswegen haben wir auch in den letzten Monaten gesagt, wir werden keinen einzigen Fahrt mehr zu einem Umgangskontakt machen. Was ist wichtiger? Leibliche Eltern oder eine starke emotionale Bindung zwischen Kindern und Pflegeeltern? Seit Jahren wird das in Deutschland kontrovers diskutiert. Der Jurist Dr. Ludwig Salgo engagiert sich seit Jahren für die Belange von Pflegeeltern. Manchmal wird das auch den Pflegeeltern nicht geglaubt, aber die Kinder erzählen das. Sie öffnen sich allmählich, gewinnen Vertrauen. Und darum sind in vielerlei Hinsicht Pflegeeltern sehr schützenswert, eine vertrauenswürdige Quelle. Und wir sollten auf die setzen, wenn Pflegeeltern sagen, es gibt massive Probleme beim Umgang, dann sollten wir das nicht zu einem Problem der Pflegeeltern machen, sondern dem auch nachgehen. Ludwig Salgo plädiert dafür, die Rechte der Pflegeeltern zu stärken. Die Pflegekinder müssten davor geschützt werden, durch die Kontakte immer wieder an das erinnert zu werden, was ihnen bei ihren leiblichen Eltern widerfahren ist. Wenn ein Kind heute zum Pflegekind wird, dann sind in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle intensive, kostspielige und langwierige ambulante Hilfen gescheitert. Und das wird oft vergessen. Ja, das Kind ist dann aus der Gefahrenzone, es entwickelt sich gut, ja, dann könnte es doch gleich zurück. Ja, und das ist der Irrtum, weil es entwickelt sich genau deshalb, weil es sich gebunden hat, weil es dort einen kontinuierlich geregelten Alltag hat, weil es seine Defizite, aber auch seine Traumata partiell aufgearbeitet hat. Aber das ist nicht so, wie wenn das Auto repariert ist, wir holen es aus der Werkstatt und geben es wieder den Eigentümern zurück. Schneiders klagen sich durch 2 gerichtliche Instanzen, damit Timo und Marie ihren leiblichen Vater nicht sehen müssen. Trotzdem hat er nach wie vor das Sorgerecht. Die Pflegeeltern müssen für jeden Facharztbesuch und auch für Maries anstehende Schulanmeldung sein Einverständnis holen. Er rührt sich nicht. Somit mussten wir jetzt schon 2-mal den Termin absagen für die Schuluntersuchung. Wobei dann natürlich auch das Gesundheitsamt da jetzt kein Verständnis für hat. Ja, und ich hoffe mal, dass sich das morgen mit bei der Verhandlung mitklärt, dass wir dann auch die Einschulungsuntersuchung machen können und dann auch klar ist, dass die Schulreife da ist und sie dann auch in die Schule gehen kann.
Und wir natürlich auch hoffen, dass es so sein wird, dass Marie in die Waldorfschule gehen kann, wie all unsere anderen Kinder auch. Der Papa Ingo bestimmt immer alles. Ehrlich, was bestimmt er denn? Immer, dass ich nicht in die Schule darf. Und wie findest du das? So. Immer wieder gehen Schreiben zwischen den Pflegeeltern und ihm oder den Anwälten der beiden Parteien hin und her. Ein verhärteter Kampf, der Zeit und Nerven kostet und zu Lasten von Marie und Timo geht. Wir haben irgendwann nicht mal nach dem Sinn gefragt. Obwohl wir eigentlich ja, wollten, dass unsere Arbeit Sinn macht. Das ist vielleicht verständlich. Und die wurde sinnlos. Bis heute eigentlich so. Das. Weil die Schuluntersuchung Pflicht ist, gibt es schließlich ein Eilverfahren vor Gericht. Das soll entscheiden, ob dem leiblichen Vater das Sorgerecht entzogen wird. Denn seinen damit verbundenen Pflichten kommt er nicht nach. Für Schneiders wäre das eine Erleichterung. Doch einzig die Familienrichterin kann entscheiden, ob das Sorgerecht entzogen und auf wen es übertragen wird. Das kann auch ein Vormund sein. 4 Stunden dauert die Verhandlung. Vorerst gibt es kein Ergebnis. Timos und Maries leiblicher Vater ist sauer. Soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wie es mir geht? Am liebsten würde ich eine Handgranate nehmen und würde einige Ziele schon im Kopf haben. Außerdem möchte er die Kinder zu sich zurückholen. Und diese Möglichkeit besteht sogar theoretisch. Denn das Familienrecht lässt Pflegekinder häufig im Unklaren darüber, wie lange sie bei den Pflegeeltern bleiben können. Das Sozialrecht wiederum spricht von Pflege auf Zeit oder von Dauer. Unklar. Genau wie das ganze deutsche Pflegekindersystem. Wir brauchen für Kinder Klarheit und Sicherheit, gehen sie zurück oder nicht. Wir brauchen eine Kontinuitätssicherung im Recht. Wir brauchen Jugendämter mit guten, geringen Fallzahlen, mit Spezialdiensten. Und Jugendämter sollten sich vielmehr auch das Wissen aus der Psychologie, aus der Psychiatrie, aus der Gehirnforschung auch in ihr alltägliches Handeln hineinholen im Rahmen der Hilfeplanung. Das System sollte also immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. In Frankreich ist das vor 8 Jahren geschehen, sagt Vincent Ramon. Das französische System hat sich professionalisiert. Also das Erste, was verbessert wurde, ist mit den Pflegefamilien zu reden, um sie besser zu verstehen. Das ist wichtig. Es muss ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Das geschieht durch Ausbildungen, Diskussionsrunden, durch Gruppenarbeit und indem die Verwaltung reduziert wurde. Klare Regeln, weniger Konflikte. Gerichte, die immer wieder überprüfen, bleiben die Kinder in Pflege oder kommen sie zu den leiblichen Eltern zurück. Ganz anders in Deutschland. Ein kompliziertes System mit jeder Menge Konfliktpotenzial zwischen Jugendämtern, Leiblichen und Pflegeeltern, die die Herkunftseltern stärker als in Frankreich ersetzen sollen oder wollen. Unklare Regeln, die am Ende zu Lasten der Schwächsten gehen, der Kinder. Wir haben eine Untersuchung durchgeführt, die ganz deutlich gezeigt hat, dass die Pflegekinder trotz belastender Erfahrungen, die in eine Pflegefamilie gekommen sind und dort ihre gesamte Kindheit und Jugend stabil aufwachsen konnten, dass die sehr, sehr gut als junge Erwachsene dann zurechtkommen und selber in einer stabilen Situation sind. Und die ständig wieder zurück herausgerissen wurden, die ständige Ortswechsel hatten. Da haben wir die Interviews dann manchmal in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt und die Belastungen gehen bis weit in das Erwachsenenalter hinein. Wie gut sich ein Pflegekind entwickeln kann, sehen wir noch einmal bei Familie Höher in der Nähe von Meißen. Heute kommt ihr ältester Pflegesohn Marcel zu Besuch. Er ist 19 und lebt in Chemnitz. Hey, du hast ja schick gemacht, mein Großer, komm mal her. Hey. Was ist das denn da? Ein Anzug, fein, wow. Auf eine Zwirn. Donnerwetter, jetzt bin ich mal überrascht. Hey, mein Großer, hey, grüß dich. Alles gut? Marcel war das erste Pflegekind von Heike Höher. Sie hat ihn aus dem Heim geholt, da war er 5. Über Jahre hat sie ihn unterstützt, wo sie nur konnte. Was hast du denn hier am meisten gelernt? Höflichkeit.
Und benehmen. Das klingt sehr erwachsen. Aber Marcel hat auch eine andere Seite. Vor allem, wenn er mit seinen zwei jüngeren Pflegebrüdern spielt. Da wird das Baumhaus wieder zum Bus. So, wir fahren jetzt los. Zeit frei. Kann ich? Los! Oh, dann lasse ich ihn auch. Er braucht das noch. Das ist auch, die haben ja die ersten 5 Jahre in dem Sinne keine richtige Kindheit gehabt. Und das holen die wirklich nach. Und wenn es eben bis 25 ist, ja, sollen sie halt machen. Marcel absolviert eine Facharbeiterausbildung zum Schlosser. Darauf ist auch seine Pflegemutter stolz. Ganz selbstständig leben kann er aber noch nicht. Sicherheit gibt ihm eine betreute WG. Gerade bei Marcel freut man sich dann über jede Nachricht, wo es heißt, ich habe meine Prüfung bestanden und ich habe jetzt meine Wohnung und ich komme klar. Und das ist ganz toll. Es ist einfach, aber erst mal dieses Gefühl und die Angst ist da, dass es nie schaffen. Aber ich denke mal, richtig loslassen, ganz und gar loslassen. Wird man nie. Eine positive Wendung gab es auch in der Nähe von Hameln bei Schneiders. Das Sorgerecht wurde auf die Pflegeeltern übertragen. Sie können nun die Entscheidungen im Sinne ihrer Pflegekinder selbst treffen. Und Marie kann ungestört zur Schule gehen. Auch bei den Neupflegeeltern Carmen und Ronny Schneider in Dresden ist die Wartezeit zu Ende. Ihr Pflegekind lebt inzwischen seit mehreren Wochen bei ihnen. Mit ihrer Liebe können Pflegeeltern viel erreichen. Sie brauchen aber ein starkes System, das sie stützt.